wir haben hier so eine echt teure Kiste von einem echt teuren Butcher in der Hand gekriegt. Und nur für euch packen wir diese Kiste jetzt aus. Meine bezaubernde Assistentin Gabel wird diese Kiste für euch öffnen. Oh, ich bin so aufgeregt. Also mach auf den Scheiß. Jawohl. Oh, wir sehen bereits ein sehr... Moment. Gut. Wir sehen als erstes ein Zertifikat. Ja? Langweilig. Diese Box ist authentisch. Ja. Aber du hast eine echt coole Nummer hier auf dem Artprint. Das ist Nummer 501. Das heißt, du warst ziemlich mittig unterwegs, als du den gekauft hast. Ja, und ich denke, Darth Vader wäre begeistert. Also der Artprint ist ziemlich cool. Das ist halt eine Neuinkarnation von dem alten Prime-Cover. Gut. 10 Jahre War Machine. Gucken wir uns die Puppe an. Gucken wir uns die Puppe an. So. So. Also, was uns zuerst mal auffällt, ist, dass diese echt coole Münze hier durch die Gegend geflogen ist. Das stimmt, aber sie ist echt golden. Nummer 501. Und dieses Haus ist echt groß. Hol mal raus. Und schwer übrigens. Ist das Vollresin oder ist es nur hohl? Nee, es ist schon sehr voll. Okay. Ja, nochmal so für die Kamera. Bitte. Ah, runter. Hier so? Ich habe ein bisschen näher gemacht, damit man das sehen kann. Wunderbar. Also wie gesagt, wir haben hier ein Resinhäuschen. Das ist sogar relativ hübsch. Ziemlich sogar. Muss man vorsichtig mit sein. Die Rohre da hinten, die brechen ganz gerne mal ab. Mhm. Wenn ich mir das von den Gussgeraden her angucke, geht das ganz gut. Man muss außen ein bisschen was abfeilen. Also hier sind so ganz leichte Übergüsse dran. Aber ansonsten ein schönes Ding. Fahne? Die ist aus Metall? Die ist aus Metall. Und sie kommt nicht verbogen. Also fast nicht verbogen. Na, relativ. Ja, relativ gerade. Also ich habe jetzt die Kiste drauf, ne? Du hast jetzt die Kiste drauf. Sehr schön. Ja, Karte ist, glaube ich, klar. Kommen wir zur Puppe. Oh, nee, das ist der Honig. Nehmen wir erstmal hier den Rest. Hier haben wir die beiden Argusse. Agi. Agi. Argen. Argen. Ja. Sie mal gucken, wo ich mir gebohrt. Sieht relativ schick aus. Ich gucke mir die mal an, weil ich auch sehen will, wie die ausgegossen sind. Dürfen wir den auch mal auspacken hier? Und in die Kamera halten. Ich gehe in der Zwischenzeit mal an den Honig. Okay, also die sind definitiv sehr gut gegossen und ich würde sogar sagen, für Argus- und Kador-Verhältnisse ganz hübsch. Gut, also hier haben wir den Butcher. Mein Gott, ist ja riesig. Also genau genommen ist es eigentlich ein Butcher. Der andere ist auch nicht kleiner. Okay. Also dadurch, dass ich das Modell ganz gut kenne, kann ich einfach sagen, ist ein Butcher. Sieht aber tatsächlich sehr cool aus. Also die Schulterpolster sind ein bisschen größer geworden. Hat Kado ja ganz gerne mal. Ist Lola größer geworden? Lola ist genauso groß wie vorher. Ich würde sogar wagen zu behaupten, dass Lola der gleiche Guss ist wie früher. Ja, das glaubt. Nein, der gleiche Guss nicht. Lola hat auch eine abgeschreckte Kante unten. Das war früher nicht so. Also er hat es ein bisschen umgebaut. Ein bisschen umgebaut. Er hat Lola einfach ein bisschen... hier sind noch Helme dabei. Ich denke, das ist von toten signarischen Soldaten. Wie es sich gehört. Wie es sich gehört. Hat er ja immer. Der zweite ja auch schon. Ein Trinkhorn! Also ich denke eher, es wird ein Musikhorn sein, aber es ist ein Horn. Ja, da muss ja seine Fifis hier so zu sich. Stimmt, halten. Die Fifis. Ansonsten ist die Puppe echt groß. Also der hat einfach eine Breite. Und der hat einen echt feinen Herrenrock. Also der ist schon. Ein Herrenrock. Oh ja, er hat einen feinen Herrenrock und vor allem hat er meiner Meinung nach einen sehr feinen Umhang. Ja, er hat auf jeden Fall eine ausladende Hüfte, der Kollege. Ja, definitiv. Also. Zusätzlich zu dem Rock. So, lass mich mal die Gold Card sehen. Die Gold Card? Die Gold Card. Sehr gold. Die verknicke ich jetzt beim Rufen? Nein, tue ich nicht. Was kann die? Ne, das sind Stat Cards. Nein, aber die sind tatsächlich irgendwie, die sind anders. Die sind laminiert. Jo. Also nicht laminiert, aber zumindest ja, lack so überzogen. Foliert, ne? Ja, von den Regeln her kennt man. Er ist lächerlich. Sehr gewalttätig. Ja. Also er hat ein großes Hobby und das ist alleine die gegnerische Armee aufzulösen. Ich glaube, das kann er ganz gut. Ach, der kann überhaupt nichts. Der profitiert nicht von dem Gang, der ist total albern. Ja. Ist klar. Da ist da noch so eine Madolie drin. Ja, die haben wir ja schon gezeigt. Die Madolie haben wir am Anfang gezeigt. Das war diese wunderschöne Münze mit der 501 drauf. Die 501 finde ich generell gut. Ja, deswegen sagte ich ja vorhin, Darth Vader wäre begeistert.
Jetzt die Frage, ist uns das gute Stück den Preis wert? Die Zerbrechfrage quasi. War mal zu, Kader-Spieler? Kader-Spieler sagt, also natürlich hätte ich die Box gerne, um sie zu haben. Ne? Habe ich jetzt leider nicht, deswegen hätte ich sie noch lieber. Aber, und das Häuschen ist auch echt schön. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es bräuchte und ich meine, ich würde sie trotzdem kaufen. Ja? Aber ob man sie jetzt haben muss, weiß ich nicht. Ich würde sie haben wollen. Weil das Sammlerherz natürlich schon höher schlägt. Ne? Da ist eine Münze dabei. Ein sehr schickes Upgrade übrigens auch. Ja. Und, größer kann es nicht sein, weil dann passt nicht mehr. Passt nicht mehr in die Kiste, genau. Ohne es zu verknicken. Und dementsprechend, also ich finde den Preis okay. Also umgerechnet haben wir gerade gesagt 90 Euro ungefähr. Man ist als Tabletopper, glaube ich, Schmerzen gewohnt bei seinem Hobby, was das Geld ausgeben angeht. Ich als Nicht-Kader-Spieler muss sagen, ich brauche es nicht. Ich habe kurz überlegt, weil auch da wieder dieses, es ist limitiert, drückt der bei uns immer einen Knopf. Ja. Nein, ich müsste ihn nicht haben. Aber er ist eine coole Puppe, das Diorama ist auch schön. Also wer Kador spielt und gerne sich teure Sachen kauft, da ist, glaube ich, der Butcher unleashed eine gute Sache. So. Würde ich auch sagen. Schlafnackig.